Dr. Scherer Wami hat wieder seine Morningshow bekommen. Gestern, ey, bin ich mir richtig mit Kopftröhnen umschlafen gegangen. Ey. Die ganze Diskussion, ey, Wahnsinn. Ja, die nehmen wir auch einen mit. Du hast es also mit so vielen verschiedenen Ansichten zu tun. Das ist unglaublich. Selbst bei manchen, selbst wenn es vor ihren Augen so gebracht wird und man es ihnen eins zu eins zeigt, sie wollen es nicht wahrhaben. Also das, sie haben Tomaten auf den Augen. Das ist unglaublich. Oh, Verstoßerwarnung. Oh, wollt ihr Dr. Scherer bei mir ärgern? Oh, ich komme sofort wieder, keine Sorge. Ne, Hetzman. Ich bin Hetzman und mein Bruder ist Abo-Hetzerei. Danke, mir geht's gut. Ich hoffe euch auch, ihr Lieben. Gott segne euch, ihr Wundervollen. Mufti aller Muftis, genau. Sehr gut. Ja, bei einem ist das schon bei den einen oder anderen ist das natürlich angekommen, ne? Mufti aller Muftis. Und das ist auch gut so. Denn der Mufti muss immer, immer von allen in Ehren gehalten werden. Der Mufti aller Muftis. Ja, wie gesagt, also gerade eben habe ich das nochmal erwähnt gehabt, wegen der Resistenz mancher Menschen. Die sind so fernab von jeglicher Realität. Selbst wenn man denen das alles zeigt aus den Quellen, das ist denen völlig egal. Ihre Seelen sind ihnen auch völlig egal. Daran merkt man das auch, dass sie überhaupt gar kein Gefühl mehr zur Realität haben. Kein Bezug mehr zur Realität. Unfassbar. Ich würde gerne mal Carsten Stahl fragen, was er von Mohammed hat, als er die Zunge in den Mund von Al-Hassan reingetan hat. Mal gucken, wie er reagiert. Sollte ich den irgendwann mal treffen oder die Möglichkeit haben, ihn das zu fragen, würde ich sagen, was hältst du denn von Mohammed und dieser Überlieferung, als der seine Zunge in das Mund eines Kleinkindes steckte und daran rumsaugen lässt? Das würde mich mal interessieren, wie der auf einmal ausflippen würde. Oder wie er den kleinen Lulumann von ihm küsst, ne? Gibt's ja auch eine Überlieferung. Bei At-Tabarani. Er hat das als Sahih eingestuft, ey. Unfassbar. Hier, ich bring dir dein Paket. Mach dir keine Sorgen, guck mal. Hier hast du dein Paket. Ein Stummschaltpaket. Bitteschön. Viel Spaß mit deinem Stummschaltpaket. Wie viele Kilometer fährst du denn am Tag? Oh, sehr viel. Ich muss immer sehr viel fahren und sehr viel nachdenken. Das ist so eine kleine Inspirationsquelle. Wenn ich fahre und viel Hetzologie an den Tag bringe. Sprachlos-Paket, genau. Alex antwortet, hat das genau, perfekt präzise geäußert, ja. Alexa ist gut. Alexa, danke für deine Antwort. Alexa antwortet, mein Modi. Totmund-Paket, genau, Totmund-Paket. Ja, wenn jemand nach seinem Paket schreit, wo ist mein Paket, Dr. Schäfer, dann sage ich, kein Problem, du kriegst das Sorglos-Sprachlos-Paket. Kannst du direkt machen. Aber nochmal darauf zurückzukommen, ne? Alle die gesamten Quellen des Islams zu nehmen und so diese Bündnis Kinderschutz zu zeigen und sagen, hey, mal zu, ihr schreit nach Kinderschutz, ja, was ist denn mit den Kindern in den islamischen Ländern und auch bei den Muslimen, die fest verankert haben, dass sie so mit Kleinkindern heiraten dürfen? Warum sagt ihr denn da nichts? Ja. Ja, weil die Angst haben, dass sie morgen zertreten werden von den Muslimen, ne? So heftig ist das Ganze. Haben wir Beweis, dass Daesh echte Muslime sind. Ja, du kannst ja auf meinen Kanal gehen. Ex-Muslime klären auf TV. Mohammed, der König des Islamischen Staates, habe ich ein Video gemacht. Mit allen Beweisen und Quellen. Warum der Islamische Staat macht das, was er macht. Da kannst du mal gucken gehen. Dann wirst du Schock deines Lebens bekommen und denkst dir, ach du Heilige. Der Arme, der hat ja vollkommen recht. Es handelt sich um die authentischste Gruppe des Islams. Oh nein, da ist wieder El Jumbi.
Komm rein. Mach wieder deine super. Hey, Amir, ich wollte dir nur sagen, ich habe den Band 2 von Timotheus gefunden. Hast du gefunden? Ja, den habe ich gefunden. Ja, du musst dich ein bisschen damit beschäftigen. Also, das ist ja wahr. Ist gut bei dir. Alles gut bei dir. Ja, bei mir ist alles super. Bei dir? Ja, alles gut. Bis ich glaube, ich habe gleich keinen Empfang mehr, weil ich bin im Tunnel jetzt. Also, du wurdest Hörst du mich immer noch? Buchanja zerlegt. Ja, ich höre dich. Ja, ich höre dich. Ich wurde von Abu Khanja zerlegt. Lass mal diesen Abu Khanja da, wo der ist. Du wurdest von Abu Khanja erledigt? Kennst du den Abu Khanja? Nee, wer ist das? Das ist so ein Christ. Ich war da drinnen. Und dann stellt er mir auf einmal irgendwelche Fragen und so und will mir irgendwelche Wörter in den Mund legen. Und dann antworte ich dem darauf, aber im Endeffekt war das so eine Diskussion, die keinen Sinn ergeben hat, wo der versucht hat zu sagen, dass wir Schiiten Schirk machen und so. Und der hatte doch recht. Hat mir irgendwas vorgeworfen. Ah, hör mal zu, und behauptet jetzt nicht dasselbe. Ja, aber der hat doch recht, wenn ihr den Namen... Ah, nee, pass auf. Muss ich jetzt mit dir dasselbe durchgehen, oder was? Ja, aber ich hab den nach Quellen gefragt, dann hat er mich damit rausgegangen. Man denn anderes als den Herrn anrufen? Keinen einzigen Namen sollte man ausrufen. Wir beten doch nur Gott an. Gott allein. Wir beten doch nur Gott an. Man sollte auch keinen Namen an jedem Ort der Erde anrufen. Oder zu Toten meinst schreien. Meinst du, wenn wir Ja Ali sagen? Ja, ihr sagt ja nicht nur Ja Ali. Manche gehen sogar so weit, dass die sogar sehr viel zu Ali sprechen. Ja, du meinst ja Ali Madad zum Beispiel, ne? Ja, das ist heftig, ne? Also. Ja, er zum Beispiel, warte, ich erkläre dir das. Ich erkläre dir das, da gibt's. Ja, du bist wahrscheinlich jetzt im Tunnel, ne? Hallo? Du warst wahrscheinlich jetzt gerade noch im Tunnel. Hallo? Ne? Du warst jetzt noch im Tunnel wahrscheinlich, ne? Hallo, ich höre dich. Hörst du mich? Ja, ich bin im Hetztunnel. Also sowas wie so Ja Ali oder so. Das musst du dir so vorstellen, dass viele das aus Trauer rufen und aus Tawassul. Weißt du, was Tawassul ist? Dann nehmen wir Leute als Vermittler zwischen uns und Gott, weil das von denen mehr... Ja, siehst du? Also ihr könnt ja dann auch Christen werden, weil es gibt nur einen Mittler zwischen uns und Gott, und das ist Jesus Christus. Amen. Siehst du, was ihr macht? Deswegen sagen die Leute dann zu euch, dass ihr Türk macht. Bei uns können wir das ja erklären, dass Gott Mensch wurde und die Brücke zwischen uns und Gott gelegt hat. Aber du kannst dir ja sicher sein, dass wenn Gott seine Macht ablegt, dass dies kein Gott ist, dann ist Jesus kein Gott. Ein Gott, das ist genau dieselbe Frage. Das hast du doch nicht zu entscheiden. Wenn Gott sich selber entscheidet, seine Allmacht abzulegen, wer bist du, dass du sagst, nein, mach das nicht, Gott? Warte, siehst du mal, wie erhaben er ist. Bevor du jetzt in deinen Gangster-Rapper-Modus einsteigst, warte mal eine Sekunde. was wollte ich jetzt sagen? Ja, genau. Gehen wir mal zurück zum Thema. Ich hol mal jemand anderen rein, mein Lieber. Hör auf, du warst schon gestern da, jeden Tag will er jetzt rein hier. Hallo? 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 Jesus ist nicht Gott. Er ist Gott, der Allmächtige. Das ist Schirk, ganz gefährlich. Nein, der ist der Allmächtige doch. Gott, der ins Leid gekommen ist. Nein. Ach, Junge, herrlich. Lass ja, das. Was denn? Was soll ich denn machen? Die Bibel lehrt das doch. Nein. Auf Deutsch, wo? Was? Die Bibel auf Deutsch, ne? Ja, 1. Johannes 5,20. Wir wissen, dass der Sohn Gottes gekommen ist, um uns Verständnis zu geben, den Wahrhaftigen zu erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Ja, nein. Nein. Ah, ja. Nein. Steht auf Deutsch, ne? Übersetzt auf Deutsch. Ach nein, steht zwar da, dass er der wahrhaftige Gott und das ewige Leben ist, aber ach nein. Ist auch so. Es wurde doch übersetzt, wie war denn die Bibel? In welcher Schrift? Ja, du kannst ja in den Urtext gehen, da kannst du Wort für Wort Studie unternehmen.
Ja, sicher. Ja, klar. Ja, sicher. Ja. Ungefähre Ja. Bedeutung. Komplett falsch. Nein. Doch. Bei euch haben die Leute das wie heißt das, wie nennt man das so, aus Scham haben die das alles nicht richtig übersetzt, weil sehr viele Wörter im Koran eine sehr, sehr, sehr brutale Bedeutung haben. Und da haben die das Ah, verzerrt, jetzt. das die Brutale Übersetzung. Bedeutung? Nee, 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 nee. Brutale Bedeutung nicht. Übersetzen, Doch. den Koran kann man nicht richtig übersetzen. Ach so, Nein. jede Sprache der Welt kann man übersetzen, aber Koran, Arabisch nicht, ne? Wie lächerlich wollt ihr euch noch machen? Wie Nein, viel denn? lächerlich macht sich das Christentum. Nee, das Christentum ist ganz friedlich, Ja, gerecht klar. und ruft die Menschen zum wahrhaftigen Glauben. Ihr Ja, dagegen klar. bringt vor in andere Dörfer, reißt Nee, Familien nee, ihr habt die auseinander, Menschen gezwungen, vergibt gezwungen. Menschen, versklavt Menschen, schneidet ihnen die Hände und Füße ab, Nee, 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 falsch, heiratet andersrum, Kinder, andersrum, andersrum. vergewaltigt Frauen. Andersrum, nee, Was nee, ist das nee, denn für nee. was? Was für eine Religion ist, ey? Ja, klar, super. Ja, hast aber Ja, falsche super Religion Religion, genommen. genau. Super Genau, du Religion. hast dich falsch entschieden, glaub es mir mal. Nee, glaub mir. Ich habe Glaub mich mir gegen mal. das Himmelreich von allein entschieden und das zum wahrhaftigen Gott gefunden. Nee, Genau. nee, nee, glaub es mir Doch, nicht. doch, doch. Das ist Schirk. Krasses Das ist Schirk, kein Herr, Schirk. machst du. Ja, sicher. Schirk ist das, was Allah macht. Allah Ja, macht klar. Schirk. Ja, Oder soll ich dir klar. beweisen, wer Ja, noch Schirk sicher. gemacht hat? Ja, Mohammed hat schon das Schirk begangen. Soll ich das ja. beweisen? Ja, und dann hatte Jesus, also Jesus ist für dich Gott, ist das richtig? Der Jesus ist Gott im Fleisch. Soll ich dir beweisen, dass Ja, Mohammed okay, Schirk warte, begangen warte. hat? Oh, im Fleisch, ja, klar. Und dann hat noch, Jesus hat also Adam erschaffen. Was hat der? Jesus hat Adam erschaffen. Ja, natürlich. Ja, sicher. Hat er einen Baukran benutzt oder was? Er war auch im Hat er einen Garten Baukran Eden. Er war auch benutzt? im Garten Eden. Adam Er war war auch im Garten 30 Eden. Meter. 30 Meter war Adam. Hat Ja, er aber einen der Baukran Jesus war auch im benutzt? Garten Eden und hat Und Gerüstbau, und zu Adam Gerüst. gesprochen. Und Gerüst hat er benutzt, wo? Was? Adam war 30 Hast du Meter. Kokain gezogen oder was ist das, ey? Voll auf Droge, ey? Ich glaube, der hat da früh morgens schon einen am Ballern, ist der. Das hier rein, Rotzis. Am frühen Morgen schon am Ballern, ne? Hey, was geht? Hörst du mich gut? Ja, mein Lieber, Gott segne dich und deine Familie. Dich auch, danke, Bruder. Ich Danke. guck schon öfter dein Live und ich hab sau viele Fragen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Sau viele Fragen. Ja, ich bin da noch nicht so ganz drin, weißt du? Ich bewundere dich sehr und ich Ja, hoffe nur aber das Beste für dich. erstmal musst du mir erstmal 30 Löwen schicken und 28 Universen, damit ich mit dir rede, weil dann kann ich mich besser konzentrieren. Sehr gut. Ich hoffe, Weil dir wenn passt du die Glocke. Fragen über die Religion hast, dann nehme ich dafür erstmal viel, viel Geld, so wie Mohammed das gemacht hat in Sure 58, Vers 12. Ich stelle dir mal eine Ja. einfache Frage. Ich habe mal gelesen, dass man getauft sein muss, um in den Himmel zu kommen. Stimmt das? Nein. Das sehen wir anhand des Beispiels, als die Verbrecher mit dem Herrn Jesus Christus gekreuzigt wurden. Und der eine gerecht war und gesagt hat: Herr, wenn du in deinem Himmelreich bist, gedenke an mich. Und der Herr ihm all seine Schuld vergeben hat und ihm gesagt hat: Heute noch sage ich dir, wirst du mit mir im Paradies sein. Der Verbrecher hat ja gar keine Chance mehr gehabt, sich taufen zu lassen, richtig? Ja. Siehst du? Also kann man eigentlich im Großen und Ganzen Die sagen, wenn Taufe man ein rettet reines nicht. Herz hat. Taufe ist nur ein symbolischer Akt, dass du dich vor den ganzen Menschen zum Herrn Jesus Christus bekennst. Verstehst du? Man glaubt und dann wird man getauft. Aber woher hast du diese Info? Weil ich weiß überhaupt nicht, wo ich was lesen soll, weil überall was anderes steht. Weißt du, was ich meine? Warum liest du denn nicht selber mal die Evangelien? Warum? Wo kann ich das denn nachlesen? Wo kann ich mir sicher In der sein, dass ich das Bibel. Richtige lese? Aber Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Kannst du mal durchlesen, die Evangelien. okay. Nimm dir die Zeit dafür. Nimm dir die Zeit, um die vier Evangelien dir durchzulesen. Jede einzelne von ihnen berichtet vom Herrn Jesus Christus von einer bestimmten Perspektive.
Wie komme ich daran? Einfach nur wundervoll, atemberaubend und wunderschön. Wie komme ich daran? Allerdings mal das wahrhaftige Vorbild kennt, der keine Frau mit lüsternen Blick anguckt und die Frau seines hier besten Freundes ausspannt. Okay. Ah, der hat mir gerade geschrieben, wo ich rankomme. Kostenlosebibel.de. Okay. Ja, du kannst auf kostenlosebibel.de kannst du dir eine Bibel bestellen. Dann kannst du den Geschwistern kannst du eine kleine Spende da lassen oder was, ne? Ja, super. Ja, ich bin früher als Kind, sag ich mal, nicht so religiös gewesen. Ich bin, sag ich mal, aber wenn eher so Richtung Islam aufgewachsen. Mir wurde beigebracht, Kind, Schweinefleisch zu essen, dies, das. Bist du Islam aufgewachsen? Also was heißt im Islam aufgewachsen? Ich bin in Deutschland geboren, ja. Aber mich hat das als Kind, ich bin ehrlich, als Kind wurde mir das gesagt, aber ich habe irgendwie in meiner Welt gelebt, sag ich mal. So, und irgendwann kam der Tag, wo ich schon öfter dieses Bauchgefühl habe, wo ich auch an Jesus Christus denken musste. Ich weiß nicht, woher das kam, aber ich hatte dieses Gefühl auf einmal. Und seitdem ich auch zu ihm gesprochen habe, geht es bei mir auch langsam wieder bergauf. Also ich hatte die ganze Zeit so eine Phase, wo es nicht bei mir lief. Und seitdem ich aber diese Verbindung wieder gefunden habe oder erst einmal richtig gefunden habe, geht es halt wieder in die richtige Richtung. Hammer, schön. Ich finde das richtig krass. Ja, da siehst du mal, dass der Jesus Christus jemanden ins Positive auch verändert. Also bei allen sehe ich das. Jeder, der sich so zum Herrn Jesus Christus bekehrt hat, wahrhaftige Bekehrung, nicht von 15, die haben sich verändert. Die haben sich zum Positiven entwickelt. Glaube ich, selbst meine Mutter hat sich jetzt, also meine Mutter war ja fest Islam und die ist jetzt auch zu Christentum rüber. Darf ich fragen, aus welchem Land du kommst ursprünglich? Albanien. Also ich bin in Deutschland geboren. Aber Kosovo, Albanisch. Okay, also du bist Albaner. Du bist ein Schibdar. So. Kannst du Albanisch? Leider nur ein bisschen. Bei mir ist es immer, meine Mutter spricht, verstehe ich so viel. Aber ich wollte scheinbar als Kind nicht sprechen. Okay. Ich habe ja gesagt, mit kosovo-albanischen Wurzeln, aber Deutschland geboren. Deswegen. Okay. Ja, erzähl weiter. Ja. Hast du dich dann bekehrt zum Herrn Jesus Christus? Hast du ihn angenommen als dein Herr und Heiland? Ja. Hat er sich stumm geschaltet oder auf Pause oder was ist das? Hörst du mich? Ja, jetzt höre ich dich wieder. Oh, ich war kurz weg auf einmal. Wie mache ich das denn offiziell? Das fällt mir schwer, dieses ganze Thema. Ich will aber, weißt du, ich habe diese Gedanken, dass ich irgendwas falsch mache, dass ich vielleicht das nicht, Ganze nicht richtig angehe. Weißt du, was ich meine? Deswegen gucke ich auch sehr auf dein Live, weil ich versuche, diese Informationen mit mir zu nehmen. Sehr gut. Das machst du super. Aber du selber hast noch keine richtige Entscheidung für Jesus getroffen oder hast du getroffen? Ich für mich selbst habe die Entscheidung getroffen, dass ich Jesus Christus annehme. Aber das jetzt allein zu denken, ob das reicht, ob das allein das zu denken, das reicht, das weiß ich nicht. Ja, natürlich reicht das. Der Jesus Christus sagt, der kommt her, alle, die ihr mühselig und beladen seid, und ich will euch Ruhe schenken. Hast du diese Ruhe in dir? Auf jeden Fall. Ja, also. Guck mal, letztes Jahr hatte ich Panikattacken und sowas bekommen. Ja, Angststörung und. Es ist jetzt kein Spaß, seitdem ich zu ihm bete, seitdem ich mir Gedanken darüber mache, wirklich jeden Tag, ich steigere mich manchmal da richtig rein, seitdem bin ich gesund. Das kann doch kein Zufall sein. Hammer, Halleluja. Da siehst du mal, wie lebendig der Herr ist. Ich kenne das ja auch von meiner eigenen Familienmitglieder, als ich letztes Mal mit meinem Bruder darüber gesprochen habe. Ja, da hat der Herr sich einmal offenbart und da hat man geglaubt und dann auf einmal ist man wieder so total weggegangen. Ne? Und dann hat der Herr auch seine Hand weggelassen. Ja. Ja, auch der Herr Jesus Christus halt auch in dieser heutigen Zeit, ne? Viele, viele. Ich hätte mir auf jeden Fall das Buch holen. Also die Bibel. Ja, genau, hol dir die Bibel und dann fängst du an, das Neue Testament zu lesen.
Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Fängst du einfach an. Bei Matthäus und dann hörst du bei Johannes auf. Was ist denn der Unterschied zwischen diesem Alten und Neuen Testament? Der alte Bund ist das, das Gesetz, was Gott Israel gegeben hat. Das sind die Geschichten mit Israel und Gott. Und der alte Bund und die Propheten, die Prophezeiungen über den Messias gegeben haben, dass Gott sich selber ankündigt, Mensch zu werden. Und im Neuen Testament sehen wir die Menschwerdung Gottes in Jesus Christus. Amen. Dann würdest du mich speichern, wenn ich... Also soll ich nur das Neue Testament lesen? Ja, erstmal das Neue Testament lesen, zu deiner Erbauung und nochmal zu deiner Bestätigung, wer der Herr Jesus Christus wirklich ist. Und dann kannst du die Parallelstellen dir anschauen. Ne? Dann kannst du auch ein bisschen das Alte Testament lesen, worauf der Herr Jesus Christus immer wieder Bezug nimmt. Weil wenn du das Alte Testament nicht so richtig durchgelesen hast, begreifst du auch manchmal gar nicht, was der Herr Jesus Christus auf einmal sagt. Weil er nimmt immer Bezug zum Alten Testament. Aus Jesaja, aus Jeremia und. Viele, viele Sprüche, also viele, viele Worte, die der Herr spricht, sind immer aus dem Alten Testament. Und deswegen flippen die Juden ja immer wieder aus. Okay, interessant. Ja. Ja, cool, Gott dass segne du so offen dich, mein wundervoller Mann. Ich auch, dankeschön. Ich bin froh, dass du da so offen bist, dass du versuchst, die Leute auf den richtigen Weg zu bewegen, sag ich mal. Du bist noch jung, ne? Ich bin 22. Jung, ne? 22, okay. Hammer. Wie alt bist du? Ich bin 38, bin schon ein alter Mann. Ehrlich. Aber der Dr. Scherer hat mich wenigstens noch jung gehalten, ne? Ja, ich hätte jetzt nicht auf die knapp 40 geschätzt, sondern eher so um die 30 rum, sag ich mal. Da bin ich doch offen, ey. Aber kann es sein, dass du so jünger als ich in einem Bart abmachst? Okay. Yeah. Sonst hätte ich jetzt von dir 38 Löwen verlangt. Ja, auf jeden Fall, du hast eine gute Entscheidung getroffen, eine richtige Entscheidung getroffen für den Herrn Jesus. Das sagt mir auch mein Bauchgefühl. Ich habe mein ganzes Leben lang auf mein Bauchgefühl gehört und es hat mich immer auf den richtigen Weg gebracht. Klar, du hast auch manchmal so Gedanken, dein Kopf denkt nicht so wie dein Bauchgefühl. Das ist auch nochmal so ein Ding. Ja, aber du siehst, dass der Jesus Christus dir ein besseres Gefühl gibt, die auch gezeigt hat, was es heißt, dem Arzt, der Ärzte zu folgen. Ne? Du hast ja gerade davon erzählt, dass du so sowas wie Panikattacken oder sowas hast, ne? Ja. Oder hattest. Hatte, ja. Ich würde eher sagen, hatte. Ja. Du siehst, dass du zum Herrn Jesus Christus betest, ihn um etwas bittest und der Herr Jesus Christus dir das auch genehmigt und dir gibt. Meine Mutter sagte mal, wer bei Jesus ist Liebe. Was? Jesus ist Liebe. Amen. Jesus ist Liebe, natürlich. Aber er ist auch purer Zorn. Das haben wir im Alten Testament gesehen, als er die Befehle gegeben hat. Na, du weißt, der Herr Jesus Christus ist kein Kuschelgott. Denn es ist auch schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Das wird vielen, vielen Menschen hier passieren, ne? Weil sie ohne den Herrn Jesus in den Tod gehen. Ne? Schade. Schade, schade, schade. Ich hoffe und bete, dass jeder Einzelne, der meine Worte hört, dass er den Herrn Jesus Christus in seinem Herzen lässt und ihn annimmt. Amen. Also man kann eigentlich sagen, wenn ich Jesus annehme und auch regelmäßig zu ihm spreche, dass der Tod eigentlich eher so eine Befreiung später für mich sein wird. Ja, natürlich. Der Herr Jesus Christus macht ja frei. Der Herr Jesus Christus befreit ja. Wer wahrhaftig im Sohn ist, der ist frei. So sieht's aus. Ja, Bruder, ja, ich mache mir mal auf jeden Fall noch weitere Gedanken. Ich werde mir auf jeden Fall die Bibel holen. Ja, gut. Ich habe gesehen, du hast, glaube ich, noch zwei oder drei andere in der Warteschleife. Ja, ist kein Problem. Ja, ich würde mir, wie gesagt, ich komme auf jeden Fall nochmal in dein Live. Ich würde mir mal nochmal intensiv Gedanken machen, mir was dazu aufschreiben. Und dann würde ich mich auf jeden Fall nochmal bei dir melden, mich mit dir unterhalten. Habe ich auf jeden Fall Lust drauf. Okay. Alles klar, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie, ja? Ich auch. Dankeschön. Okay, ciao. Ciao.
wie viele Leute zum Glauben kommen, ne? Das ist unglaublich, ey. Das ist Wahnsinn, Hammer. Halleluja. Möge der Herr Jesus Christus jeden Einzelnen segnen, der zum Glauben findet. Ihn wahrhaftig vom Neuen geboren. Dass er ihn wahrhaftig als einen Wiedergeborenen anerkennt. Amen. Dr. Scherer, aber mir kommt jetzt gleich wieder. Hallo? Hallo? Hallo, mein Lieber, Gott segne dich. Gott segne dich auch, mein Liebe. Dich und deine Familie. Dankeschön. Das vorhin war mein Sohn, gell? Ehrlich? Ja. Hammer. Und es macht mich so stolz, dass ich gerade schon so heulen könnte. Hammer. Halleluja. Weil es mir so gibt und alles wissen möchte. Und ich muss sagen, ich habe jetzt nicht das große Wissen. Aber ich folge dir schon sehr, sehr lange. Und ab dem Tag, als ich in dein Live bin, habe ich angefangen nachzudenken. Und das hat mir ein enormes positives Gefühl gegeben, dass ich dann selbst wirklich auch nachgelesen habe und mich nochmal mit der ganzen Materie nochmal auseinandergesetzt habe. Ob das jetzt der Koran ist, also ich komme ja aus einer muslimischen Familie, gell? Oder ob es jetzt die Bibel ist. Und ich muss sagen, als Kind, sowohl auch als Jugendliche, wusste ich schon immer, dass da etwas nicht stimmt. Aha. Ich hatte Angst vor dieser Religion. Heftig. Viele sagen zu mir, ja, man hat es dir aber nicht richtig beigebracht. Okay. Ich fing an zu glauben, dass das wahrscheinlich so ist, aber mein Herz wusste, da stimmt etwas nicht, weil wenn doch dieses Buch oder dieses Glauben doch von Liebe handelt, dann frage ich mich, warum foltert man dann sein eigenes Kind? Inwiefern, wie meinst du das? Ja, also in der Kindheit. Warum schlägt man seine Kinder? Warum foltert man sein Kind? Warum verbrennt man sein Kind? Warum gibt man sein Kind so viel Angst und so eine schwarze Welt vor den Augen und trotzdem aber im Nachhinein sagt der Koran, der Allah ist Liebe? Das habe ich nie verstanden. Ich habe immer gebetet und habe gesagt, Gott, was mache ich denn falsch? Was mache ich denn falsch, dass man mir das antun muss, auch als junge Frau oder als Mutter? Immer wieder. Ich bin in Depressionen gefallen, das glaubst du mir nicht, Amir. Ich wollte mir schon, also es ist sogar gar nicht lange her, im Januar, ich war kurz davor, mir mein Leben zu nehmen. Oh, Gott bewahre. Ich konnte dieses Gefühl von Trauer und dieses Gefühl, als würde ich gar nicht mehr auf dieser Erde existieren, nicht aushalten.
Ich habe mich gar nicht gefühlt. Ich habe nichts gefühlt außer Trauer. Es war sehr, sehr schlimm und ich bin meiner Freundin so dankbar, dass sie mich da rausgeholt hat und ich dann plötzlich einen Traum hatte, weil ich einfach, als ich deine Videos und so gesehen habe, auch deine Lives, ich einfach zu Gott gebetet habe und habe gesagt, bitte zeig dich mir, wer bist du denn? Wer bist du? Und ich habe wirklich an den Tag, ich wusste jetzt nicht, ob das jetzt Jesus war oder keine Ahnung, aber der hatte eine Gestalt von meinem eigenen Vater. Er war ganz weiß angezogen. Es war ein wunderschöner Park. Ich kann mich erinnern. Er kam auf mich zu, hat mich in der Backe geküsst und hat gesagt, du bist meine Tochter. Ich liebe dich. Und seitdem habe ich angefangen, das Buch zu lesen und mich immer wieder, ja, so, also ich bete immer mit meinen Worten, ich bete mit meinen Worten, ich bin denen so dankbar. Und überhaupt, bevor das war, ich hab auf Islamisch gebetet, ja, also ich weiß ja, ich kenne die ganzen Sure, ich habe den Koran, ich habe den gelesen, vielleicht nicht ganz, aber das, was für mich Warte halt so ganz kurz, wichtig mein war. Telefon sofort, ja? Einen Moment Ja. bitte. Okay. Thank you.
Hörst du mich? Ja. Ich muss aus dem Livestream raus. Ich habe eine Verstoßverwarnung bekommen. Guck mal, die Muslime, was die machen. Ich komme sofort Okay, wieder ja, ich rein. sehe Komm es. wieder rein, Ja. ja? Okay, Ja. bis gleich. Ciao. Ja, das tut natürlich auch einen weh, ne, wenn man sie da weinen hört. Ne? Deswegen habe ich mich immer gefragt, ihr Lieben, warum, Herr, wenn ich zum Herrn bete, warum lässt du mich überhaupt noch auf dieser Welt hier, Herr Jesus Christus? Sinn, die ich getan habe und alles. Warum lässt du mich überhaupt noch am Leben? Und genau aus solchen Gründen, jetzt verstehe ich das immer mehr und mehr. Wahnsinn, ne? Ja, der Herr, der gebraucht uns, ne? Jeden einzelnen von uns. Hol mich rein, Arme, ich will dir meine Geschichte erzählen. Du brauchst 1000 Abonnenten, du kannst nicht rein. Das ist das Blöde an TikTok. Du kannst erst ab 1000 Abonnenten hier rein. Hörst du mich? Ja. Okay, alles klar. Wo waren wir stehen geblieben? Es war sehr, sehr herzzerreißend, ne? Ja, das war bei dem Park, also wo ich geträumt hatte, weil ich ja gefragt habe und gesagt Ja. habe, Gott, welcher Gott bist du? Zeig dich mir doch. Was ist denn jetzt richtig? Was ist los mit mir? Bitte helf mir doch, wenn es dich gibt, bitte zeig dich mir, egal wie, so dass ich dich wahrnehmen kann. Und im Traum, wie gesagt, war ein wunderschöner grüner Park. Und das Gesicht war zwar von meinem Vater, aber auch so verschwommen. Also ich war mir nicht sicher, ob er das war. Nur halt eben richtig schön weiß angezogen. Und er kam auf mich zu, gab mir einen Backenkuss, umarmte mich und sagte, du bist meine Tochter, ich liebe dich. Hallelujah. Ja. Und seit ich zu ihm bete und also es war vielleicht nicht von heute auf morgen, aber so Tag für Tag ging es mir einfach besser. Ich habe angefangen, Lebensfreude zu spüren. Ich war einfach nur glücklich. Ja. Und immer wenn ich dann zum Beispiel mal ein paar Tage nicht gebetet habe oder so, wusste ich ganz genau im Herzen, dass Jesus Christus nicht auf mich böse ist, weil ich weiß, dass er neben mir ist und dass ich tief an ihm glaube. Und ich bin auch in die Knie gefallen, habe auch geweint. Natürlich, wie jeder Mensch auch hat, habe ich natürlich auch Sünden begangen, ist ja klar. Ne? Und da sind mir ja Tränen geflossen, Amir, ich kann dir das gar nicht beschreiben. Ich habe Gänsehaut am ganzen Körper bekommen. Das war kein normaler Gänsehaut, die man bei einem Gesang oder was weiß ich was bekommt oder ein Geburt des Kindes oder so. Das war, ich kann dir das nicht beschreiben und ich glaube, das kann man auch gar nicht beschreiben. Als ich mich bekehrt habe, habe ich auch so ein unbeschreibbares Gefühl in mir gespürt. Das war für mich unvorstellbar. So etwas habe ich noch nie erlebt gehabt. Als ich das so ernst meinte und auch selber auf die Knie gegangen bin und den Herrn Jesus Christus in mein Herzen reingelassen habe, Tag für Tag habe ich mich immer weiter verändert und verändert und Ja, verändert. Heftig. ja, So etwas habe ich ja. noch nie erlebt gehabt. Und das ist Noch nie in einfach meinem Leben. wunderschön. Ja, das ist einfach wunderschön. Und dadurch kam ja auch dann mein Sohn zu mir und meinte, ja. Ich freue mich richtig für dich und ich denke, alle hier in dem Chat freuen sich auch für dich. Ja, ich werde wahrscheinlich ein paar Feinde haben, aber ich sage ganz ehrlich, das ist mir jetzt Kein egal, weil Problem. ich tue auch niemanden angreifen. Jeder muss das für sich selbst entscheiden. Ich allerdings weiß, dass ich Freunde da draußen habe, die mich lieben und die mich auch so akzeptieren, wie ich bin und so auch akzeptieren an das, was ich glaube. Ja, es ist meine Sache. Und ich werde meinen Jesus Christus, den ich über alles liebe, für niemanden verleugnen. Für Amen. niemanden. Ja. Sehr gut. Und
Ich kann nur halt meine Geschichte jetzt erzählen. Jeder hat so seine Probleme, jeder hat so seine Erfahrungen. Ach ja, Ami, was mir noch passiert ist, das war ja total krass. Also ich muss ganz ehrlich sagen, seit 10 Jahren, nee, Quatsch, das war gelogen. Seit 5 Jahren versuche ich abzunehmen, gell? Und ich habe immer zu meinen Freunden gesagt, warte bis nächsten Sommer, warte bis nächsten Sommer, ja. Ich weiß, wie das mit Ernährung und so und Sport und tralala funktioniert. So. Jesus sagte aber, klopft an und ihr bekommt. So. Klopft an und dann wird dann geöffnet. Genau. Bitte so wird Und es gegeben. nach meinem Gebet und so alles, also das mache ich ja tagtäglich, habe ich gesagt, bitte, bitte, lieber Gott, hilf mir dabei, so und so viel Kilo abzunehmen. Ja. Amir, am nächsten Tag, ich weiß nicht, was passiert ist, ich habe fast 12 Kilo runter innerhalb also jetzt 6, 7 Monaten. Ja. Das Ding läuft und ich bin so am Joggen und plötzlich fallen mir wieder die Tränen und ich sag zu Gott, du wusstest, dass ich eines Tages mich zu dir bekehre. Du wusstest das. Deswegen hast du mich auch so viel aushalten lassen, so viel Kummer, so viel Leid, so viel Tränen, so viel Folter. Du wusstest, dass ich mich zu dir bekennen werde. Ami, ich habe angefangen zu lachen, aber auch gleichzeitig meine Tränen sind gelaufen. Ich kann dir das nicht beschreiben. Ich kann dir das nicht beschreiben. Es ist Gepriesen sei einfach der Herr Jesus schön. Christus in alle Ewigkeit. Amen. Amen. Aber ich hab mich auch gerade gefragt, meine ich so, Herr, warum, ich frage mich sehr oft so, Herr, warum lässt du mich überhaupt noch auf dieser Welt? So, wofür? Ja. Ich habe doch so viel Mist gebaut. Ja, eigentlich müsste ich doch schon längst gevierteilt, umgebracht, alles gemacht werden, aber du hast immer noch deine schützende Hand über mich. Das Ja. ist für mich unvorstellbar. Und dann, wenn Menschen wie du dann hier reinkommen und mir dann sagen, dass aufgrund von, dass du zum Beispiel so diese Videos geguckt hast und dass das dir Ja. nochmal durch den Kopf gegangen ist und alles mögliche, dann weiß ich, dass der Herr nichts, also dass das nicht umsonst war. Verstehst du? Ja. Hammer. Ja. Ich bin einfach so mega glücklich. Natürlich hat man so seine Baustellen im Leben, gell? Weil wir sind ja leider aus Fleisch, ne? Und sind Ja. halt auf diese Welt. Und aber es geht alles, Amir. Es geht alles. Und ich bin einfach dem Gott so unheimlich dankbar und Amen. dankbar Aber die Menschen. ich finde das auch so schön, dass dein Sohn auch jetzt da sich dafür interessiert. Das ist ja heftig. Ja. Ich wünsche mir wirklich sehr, dass ich noch meine Tochter noch mit einbeziehen könnte. Sie ist da eher so anderer Meinung. Ja, lass dir ein bisschen meine Videos gucken. Danach wird sie sagen, ach du Heilige, Die macht Islam ist ja direkt kriegt dicht. Die macht direkt dicht, aber ich sag dir eins, ich bete tagtäglich zu Gott, dass er sie bitte, bitte einfach nur beschützen soll und ihr einfach den Weg zeigen soll, dass sie vielleicht braucht Amen. sie einfach ihre Zeit. Ich musste auch erstmal 38, 39 werden, dass ich dann wusste, okay, Jesus, du wusstest ganz genau, diese Zeit kommt, dass ich mich zu dir bekenne. Und ja, dann war es dann halt so. Und wer weiß, wann es Zeit für meine Tochter ist. Nichtsdestotrotz, ich akzeptiere alles. Ja, ich bin kein feindlicher Mensch oder so, um Gottes Willen, nein. Aber ich würde es mir schon gerne wünschen, auf jeden Fall. Ja. Natürlich wünscht man sich für die Kinder nur das Beste Ja. und das Beste ist der Herr Jesus Christus. Ja. Ja. Schön. Freue mich richtig für dich. Vielen, vielen Wirklich Dank. von Herzen. Ich denke, alle hier im Chat freuen sich auch, diejenigen, die im Glauben sind. Es gibt auch viele, die einfach nur so hier drin sind, weil sie ein bisschen entertained werden wollen oder was. Aber wir sind Ja. jetzt nicht hier, um jeden zu entertainen, sondern hier geht es Nein. wahrlich um den Herrn Jesus Christus, um die Finsternis namens Islam aufzudecken. Ne? Ja. Und viele wollen halt lernen. Viele haben noch keine Entscheidung für den Herrn Jesus getroffen. Und tagtäglich kann es dazu führen, dass sich Menschen für den Herrn interessieren, aufgrund von einer bestimmten Aussage oder aufgrund eines Beweises, ne, der noch nicht gebracht wurde. Man weiß es nicht. Ne? Man muss den Herrn Jesus Ja. Christus machen. Ja, und diese ganzen Beleidigungen, die ich hier gerade auf Albanisch lese, also das finde ich ja auch total wirklich sehr, sehr traurig, muss ich schon mal Ja, dazu sagen, weil, daran ja. siehst du, dass du die beste Entscheidung deines Beispiel. Lebens getroffen hast. Weil wer will Ja. zu einer Religion gehören, wo die Anhänger in den Kommentarbereichen sich schon wieder präsentieren? Merkst du? Ja, Da kriegt man ja. so Abneigung gegen den Islam und dann denkt man sich, man hat alles richtig getan.
Merkst du, wenn das die Anhänger dieser Religion ist, dann muss der Islam die teuflischste Religion der Welt sein. Ganz einfach. Ja. Naja, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Sie schaden dieser Religion. Und wir alle wissen wieder, wer in den Kommentarbereichen am Reden ist. Und gut, aber wenn sich die Albaner mal in die Geschichte, in der Materie mal reinlesen, wissen die eigentlich, wer, genau. Mehr muss ich nicht sagen. Ja. Die Albaner haben gegen die Osmanen gekämpft, denn die wollten sich nicht islamisieren lassen. Der Adler hat eine sehr, sehr heftige Bedeutung. Jeder Flügel von ihm war ein Widerstand gegen den Islam. Ja. Ja, da siehst du mal, die meisten Albaner wissen darüber gar nicht Bescheid. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt vor kurzem einen Kennenlernpartner getroffen, der ist selbst Albaner. Ich habe ihm davon erzählt, so und so und so. Ich muss wieder raus. Total gechillt. Die Muslime melden mich wie verrückt. Du kannst gleich wieder reinkommen. Ich mache wieder einen neuen Stream. Alles gut, bis gleich. Du bist der Beste. Das kann doch nicht wahr sein. Gott segne euch und eure Familie. Ich schwöre, ich küsse eure Augen, ich küsse eure Kniekehlen, alles! Ich schwöre, ich habe dir damals so oft eine Anfrage gesendet, du hast abgelehnt. Ja, ich mag eigentlich diese Matches nicht, weißt du, aber wir können uns so ein bisschen ganz normal teilen. Ich schwöre, du bist der Witzigste. Immer die Videos mit ABK geguckt, wallah. Ja, ich weiß, die haben große Detonationen hier in Deutschland ausgelöst. Wallah, aber sei mir ehrlich, war diese so auf Maskerade oder war wirklich ernst? Ja, ich habe einige Sachen habe ich natürlich so aus Spaß gemacht, aber die Botschaft dahinter war schon ernst. Also ich habe seine Reichweite genutzt, um weiterzukommen, ne, um Menschen aufzuklären. Aber das war jetzt aber nicht so abgesprochen oder so, wa? Nein, das nicht. Nein, ich kenne ABK bis heute nicht. Ich habe noch niemals ein Wort mit ihm geredet. Nicht ein Wort. Warum, wolltet ihr euch nicht mal treffen oder so? Nee, das... Er meint doch, komm mal einmal auf Essen oder so. Nee, ich will nur auf Autobahn mit dem fahren. Der hinten drauf und ich auf meine Supersportler. 300 km/h auf Autobahn. Olla, einfach Ex-Moslem. Ich küsse deine Augen. Gott segne euch. Macht's gut. Ja, ihr Lieben, Gott segne euch. Ciao. Yalla. Ciao. Ah, wie ich meine kleinen Muslime liebe. Die lieben ihren Dr. Sheikh. Seht ihr? Überall, wo ich hinkomme. Hey, Ex-Muslim, bester Mann! Ja, die meisten sind cool drauf, ehrlich. Da muss man den lassen. Die meisten sind super drauf, sind sehr, sehr gute Jungs. Und die fühlen auch den Dr. Scherer bei mir. Bruder, ich musste mich gerade echt Schrott lachen, als du das gesagt hast, ne? Weil irgendwo, ich hatte jetzt gerade noch ein Gespräch mit einem anderen Muslim, Abu Vidaloka nennt er sich, der macht diesen Vidaloka immer nach, der hat selber gesagt, ey, der Amir, ne, mit dem könnte man sich persönlich so gut unterhalten, wenn wir nicht über die Theologie sprechen würden. Ich bin der beste Freund von allen. Ja, du bist doch mein Bruder, ne? Also damals habe ich dich sehr verachtet, aber ich habe dich schon damals respektiert, so, weil du warst so sehr breit, ne? Also damals warst du nicht so lang. Du warst so sehr breit. Nein, breit im Sinne von Körper, ne? Du hast dich ja sehr oft. Du stehst du da vor dem Abunaji und sagst ihm so, Abunaji, sag mal, wie kannst du denn das und das vereinbaren, ne? Und der wusste ja eigentlich gar nicht, was der richtig sagen soll. Ja, das mit Abunaji war das Sprungbrett. Und ABK hat nochmal eine Schippe draufgelegt. Das war dann Feierabend dann. Ja, der ABK, der war sich wahrscheinlich nicht dessen bewusst, ne, dass sich auch Leute dann damit identifizieren können, dass die Leute dann mal anfangen nachzudenken. Weil Gott hat uns allen ja einen Verstand gegeben. Und wir sollen ja diesen Verstand auch benutzen. Amen, so sieht's aus. Mein Volk geht zugrunde wegen Mangel an Wissen. Deswegen fragen die Leute mich ja immer, was hältst du von dieser Koranverbrennung? Auch Muslime fragen mich das immer und ich sage, das ist das Allerletzte. Warum sollten wir denn ein Buch verbrennen? Was soll das? Wenn wir wissen wollen, ob es die Wahrheit ist, dann müssen wir es lesen, uns Wissen aneignen und versuchen, das Ganze zu demontieren und nicht einfach zu verbrennen. Weil das macht die Leute nur wütender. Und dann siehst du auch die Reaktion, verstehst du? Du siehst ganz genau, was jetzt hier passiert. Jetzt hetzen sie halt eben, obwohl, ich weiß nicht, ob das ein Christ verbrannt hat oder nicht, aber sie hetzen halt eben automatisch.
Ich glaube, das war selber so ein Muslim-Atheist oder was, ne? Er hat den Koran verbrannt. Ich bin auch absolut gegen solche Aktionen. Also was bringt, oder es gab ja auch früher Leute, die haben so Schweineköpfe über Zäune von den Moscheen und so geworfen. Ne? Also natürlich, es hört sich in erster Linie lustig an, aber Baller. Das ist ja bescheuert, ist das. Was bringt uns das denn? Das bringt ja keinen voran. Wenn du die Wahrheit predigen willst, dann sollst du ja nicht anfangen, irgendwelche Bücher zu verbrennen. Also wir leben nicht im Jahre 1945 oder 1933, dass wir jetzt hier anfangen, Bücher zu verbrennen, um denen zu beweisen, dass das Falsche ist. Nein. Ja, du siehst ja auch die Gegenbewegung der Muslime, ne? Die fühlen sich ja dann dadurch sehr, sehr in die Ecke gedrängt, angegriffen und reagieren dann auch dementsprechend mit physischer Gewalt. Ne? Genau das ist ja das Problem, ne? Weil Druck erzeugt Gegendruck, das ist immer so. Und gerade bei denen ist es sehr leicht, sie halt eben dazu zu bringen, dass sie halt eben mit physischer Gewalt kommt. Das ist sehr leicht bei denen. Ja, sie gehen ja leicht an die Decke, ne? Also das ist ja bei denen normal. Das ist ja traurig. Bei Dr. Scherer, wo am Ende ist es auch manchmal der Fall, ne? Wenn ich manchmal total explodiere, wenn ich merke, dass jemand auf ignorant schaltet. Boah, das ist für mich das Schlimmste überhaupt, ne? Wenn ich das denen eins zu eins so zeige und die machen immer noch so, ne, das stimmt doch gar nicht, das ist doch nicht so. Das ist katastrophal, ist das, ne? Aber bei dir trauen sich wahrscheinlich auch die meisten nicht, weil ich will jetzt nicht schleimen oder so, ne? Ich bin jetzt selber nicht der Dünnste oder so. Aber du siehst, du hast halt eine gewisse Aura an dir, so, weißt du? Wenn man jetzt dir gegenübersteht, dann glaube ich nicht, dass ich da jetzt so ein 1 Meter, jetzt nichts gegen Kleinwüchsige oder so, dass ich so ein 1 Meter 70 großer, 60 Kilo schwerer Iraker, Syrer oder irgendwas jetzt trauen würde, dir zu sagen, so, ja, du redest immer schlecht gegen den Koran und dies und das, weil da kriegen sie ja dann selber physische Angst vor dir, weißt du? Ja, aber darum geht's ja gar nicht, ey. Mein Aussehen soll ja nicht den Leuten irgendwie, weiß ich nicht. Mir vermittelt das so Sympathie, weil ich denke mir so, ey, schau mal, der Bruder, der gibt was von seinem Körper, der hält was von seinem Geist, ne, er versucht beides zu trainieren und trotzdem predigt er halt eben die Wahrheit. Ja. Mir gibt das nur gewisse Sympathie, keine Angst oder so, absolut nicht. Wieso sollte man denn Angst vor jemandem wie dir haben, der ja eigentlich sogar das Gegenteil von Gewalt predigt? Das ist ja unglaublich. Genau, so sieht's aus. Ich sage immer, liebt einander. Liebe statt Hass. Da schreibt immer, ach komm, der ist die leere Flasche. Ja, dann beweis es doch einfach. Nein, ja, doch. Eigentlich ein Blödsinn, Gewaltzeugs, ey. Wir sind hier nicht in einem Duell, wer heftiger und stärker ist, Mann. Es geht mir um das Geistliche. Wer ist hier stärker vom Mindset her? Da sind die meisten auf der Strecke. Da bist du mir noch einen Schritt voraus. Ich bin noch leider viel zu fleischlich unterwegs und ich bin noch viel zu, ja, ich sag jetzt ex-muslimisch unterwegs, ne? Dass ich halt eben jetzt so sagen könnte, so, dass ich jetzt ein perfekter Christ bin. Definitiv nicht, nein. Absolut nicht. Ich bin leider auch sehr oft, werde ich noch so fleischig. Wer außer Gott ist perfekt? Keiner. Niemand. Und das soll auch niemand von sich behaupten, dass er perfekt wäre in irgendeinem Aspekt. Aber ich bin leider noch sehr oft so, ja, wenn mich irgendjemand anfeindet, ja, dann komm und sag mir das doch ins Gesicht. Das ist sehr falsch von mir. Ich weiß das auch. Aber du weißt vielleicht noch, wie diese Attitüde vielleicht von dir noch war am Anfang oder so. Ich weiß es ja nicht genau, ob du direkt so geworden bist, wie du jetzt derzeit bist. Aber ich bin halt eben noch so, ja, dann komm, beweise es mir doch, wenn du sagst, dass du halt eben krasser bist als ich oder so. Das ist absolut falsch. Das ist eine absolute, ja, falsche Lehre, die ich dort noch in mir trage. Aber es ist halt eben leider noch so mein Fleisch, was aus mir spricht. Das ist sehr falsch. Du musst das ablegen. Du musst diesen Blödsinn ablegen. Du siehst ja, wie viele Bedrohungen ich bekomme. Wie habe ich reagiert? Ich habe nur gesegnet. Wie viele Beleidigungen habe ich abbekommen? Ich habe nur gesegnet. Verstehst du? Weil der Herr Jesus Christus vorgeht. Das ist das. Du musst ein Resümee ziehen. Entweder Amen. Oder. Amen. Ja, deswegen versuche ich mich ja auch jeden Tag mehr damit zu beschäftigen, nicht mit dem, was ich mal war, sondern mit dem, was ich jetzt derzeit bin. Und mein Umfeld. Ja, natürlich, ich lasse dich aussprechen. Nee, ist gut. Ich habe nur gesagt, sehr gut. Mein eigener Vater sagte so, irgendetwas ist nicht normal mit dir. Ne? Du bist komplett anders geworden gegenüber mir. Und er sagt, das kann nur von Gott kommen. Aber ich wollte mir jetzt nicht so sagen,
Ja, aber nicht von Allah, so, weißt du, so, ich wollte nicht direkt damit konfrontieren und sowas, alles, dass ich jetzt Christ bin, sondern ich habe halt ihm gesagt, ja, das kommt definitiv von Gott, ich bete ja auch jeden Tag für dich, Papa, und so, ne, und sogar er das spürt, dass irgendetwas anders ist, das ist für mich wieder nur ein absoluter Beweis dafür, dass der Herr Jesus Christus im Diesseits wirkt, und das vergessen viele Muslime, ne, sie sagen immer, ja, im Jenseits erwartet uns dies, im Jenseits erwartet uns das, ja, aber was erwartet euch denn im Diesseits, habt ihr denn wirklich Frieden mit euch, habt ihr denn wirklich Frieden mit eurer Familie und sowas, alles, kriegt ihr denn so etwas gesagt, so, was hat denn euer Gott für euch getan im Diesseits? Ich möchte noch mal ganz kurz etwas den Leuten zeigen, wie der Abu Rumeysa das erklärt, pass mal auf, ja. Über die albanische Flagge. Ja. Warte mal. Mit der albanischen Flagge. Und ich weiß, fragen, wie ich mich jetzt. Hörst du? Schmeißt es weg. In den Mülleimer. Weil du bist ein wahrer Kosovare, ein wahrer Chiptore, wenn du es wegschmeißt. Erst wenn du es wegschmeißt, dann bist du ein wahrer Albaner, ein wahrer Kosovare, ein wahrer Chiptore. Sonst nicht. Wieso? Wieso? Weil dieser Adler mit den zwei Köpfen und den, wie viele Flügel hat er? 26 Flügel. 26 Flügel. Hat eine Bedeutung. Das hat eine Bedeutung. Und eine Bedeutung, die nicht gerade für den Islam ist, sondern gegen den Islam. Gegen den Islam. Die Albaner haben gekämpft gegen den Islam. Und den 26 Flügel bedeutet 26 Jahre Widerstand gegen die Muslime. Aha. Guck mal, er sagt, jeder von diesen Flügeln, von diesem Doppelkopfadler, ist ein Jahr lang Widerstand gegen den Islam. Heftig, ne? Er und die meisten Albaner wissen das gar nicht. Er sagt Widerstand, wie nennt es Verteidigung? Was war denn vorher da? Muslime selber sagen das. Guck mal, Muslime selber sagen das. Wenn ich das sagen würde, würde ich sagen, Amir ist ein Hetzer. Aber Gott sei Dank hat der das aus seinem Mund ausgesprochen. Ich kenne den Abu Rumeysa ja, ne? Der hat ja die Nikah damals bei uns hier abgeschlossen. Ich habe ja damals islamisch geheiratet mit meiner Ex-Frau und das hat ja der Abu Rumeysa gemacht. Der war ja, das war ja kein Heirat, das war einfach SEX-Vertrag. Ja, das sage ich heute auch zu meiner Ex-Frau. Wenn wir wieder zusammenkommen wollen, dann müssen wir definitiv christlich und in einer Kirche heiraten, standesamtlich so wie kirchlich. Weißt du was, wenn du jetzt Muslim wärst und dich von deiner Frau scheiden hast lassen oder sie von dir und sie dann auf einmal wieder zurückkehren will zu dir, weißt du, was die Regel ist, was Mohammed sagt? Ja, ich weiß es. Ja, diese Frau muss erstmal von einem anderen Muslim auseinandergenommen werden, dann kann sie wieder zurück zu dir. Ich weiß ganz genau, die muss erst die Nikah mit einem anderen Muslim vollziehen. Ja. Das ist so heftig. Was ist das für eine Logik, bitte? Ja, also diese krass. Frau muss mit jemand anderem Nikah machen, also ne, schlafen. Taste her honey, sagt der Mohammed. Das heißt, ihre Süße genießen, mit ihr Verkehr haben und dann kann sie wieder zurück zu ihrem Ehemann. Also das ist absoluter Wahnsinn, Mann. Ja, aber auch meine Ex-Frau merkt ja an mir so, dass ich mich ins Positive verändert habe. Ne? Sie kennt mich ja noch von damals, als ich noch Muslim war und so ein bisschen so immer geheuchelt habe und sowas alles. Ne? Sie kennt mich ja von da und sie kennt mich von jetzt, so wo ich jetzt Christ bin und wo ich auch offen dazu stehe, gerade gegenüber ihr und sie respektiere. Sogar wo sie mir Hass entgegengebracht hat, kam ich immer mit Liebe entgegen. Und gestern zum Beispiel hatten wir ein sehr klärendes Gespräch und ich bin mir sehr sicher, dass wir irgendwann wieder zueinander finden werden, hoffentlich. Aber ich habe ihr gesagt, meine Voraussetzung ist, dass du den Herrn Jesus Christus akzeptierst, aber nicht für mich, sondern dass du es einfach merkst an mir, wie er in mir wirkt. Definitiv. Ja, Amen. Und ich hoffe, so sieht's aus. Ich hoffe es. Ich bete jeden Tag dafür. Mach mal weiter, was der sagt. Guck mal. Und den Kuffar. Und zu den Albanern. Wir wissen ja, die Albaner. Und zu den Albanern gibt es Muslime und auch Nicht-Muslime, Christen. Christen. Ja? Katholisch. Und deswegen bedeutet diese Fahne Kuffer. Diese Fahne ist Kuffer. Symbol bedeutet Kuffer. Dieses Symbol bedeutet Krieg gegen Muslime. Siehst du? Dieses Symbol bedeutet Vergewaltigung. Also diese ganzen Muslime, also diese Muslime, die albanische Flagge immer nach oben halten und voll stolz sind auf ihr Land. Sie halten eigentlich so Widerstand gegen den Islam in die Luft. Musst du dir mal vorstellen. Ne? Das ist der Wahnsinn. Ja, du siehst ja, dass die Osmanen vor den Toren Österreichs auch waren. Das waren also die Kreuzritter, die sie zurückgedrängt haben.
Und auch die Albaner, die gegen sie gekämpft haben, gegen die Türken. Wahnsinn, ne? Und sogar ich als Türke muss ja sagen, ne, vielen Dank für deren Dienst. Also diese Menschen haben dort, natürlich nicht jeder Kreuzritter hat ja was Vernünftiges getan, das sagt ja keiner. In jedem Krieg kommt es immer zu Kriegsverbrechen und so. Aber dafür, dass sie halt eben dafür gekämpft haben, dass diese Religion sich hier nicht verbreitet in Europa, dafür danke ich denen, definitiv. So sieht's aus. Eigentlich müssen wir den Kreuzrittern dankbar sein, dass wir in Freiheit leben, aber trotzdem unsere Freiheit wieder bedroht wird. Das ist Wahnsinn. Aber durch wen? Die Araber haben ja auch versucht, Iran zu arabisieren, aber das haben die nicht geschafft. Wir haben unsere Sprache behalten. Aber Marokko, Tunesien, Algerien, diese ganzen Maghreb-Staaten, ne? Diese nordafrikanischen Länder, alle islamisiert, alle arabisiert worden. Wahnsinn, ne? Ja, durch diesen Tariq ibn Ziyad oder Ziyad, der hat ja damit angefangen mit dieser islamischen Expansion in Nordafrika und bis nach Spanien. Ich habe damals Vorträge über den gehalten in meiner damaligen Schule und so habe so gesagt, wie kam der Kaffee nach Europa? Das war nämlich so von Dr. Steff Keres, war das so ein Thema damals beim DMG. Und dann habe ich halt eben so angefangen, dasselbe Thema dann so in meiner Schulpräsentation so vorzuhalten. Und habe dann so versucht, so den Islam damit so zu glorifizieren. Habe so gesagt, so ja, der Kaffee kam quasi durch nach Europa, durch die Osmanen, durch dieses so gebildete Volk, was ja schon immer intelligent gewesen ist und so. Ne? Habe immer so versucht, so den Islam so unterschwellig einfach den Leuten näher zu bringen. Unterschwellig. Und das kann. Das ist Manipulation. Ja. Da siehst du mal, was in dem, wenn die Nordafrikaner sich nur ein bisschen mit ihrer eigenen Geschichte mal auseinandersetzen würden, dann würden die Schock ihres Lebens bekommen, warum sie eigentlich Muslime sind. Weißt du, was die vorher gewesen sind? Also das sind ja Berber, die meisten, so Tamazight oder so. Genau, Berber. Ja, so gut wie fast alle waren Berber. Ne? Also. Was hatten die denn für einen Glauben vorher, weißt du das? Müsste man sich da reinhängen, aber das findest du in 2-3 Minuten heraus, ne? Wenn du ein bisschen googelst und alles, ne? Sahih al-Google. Sahih al-Google, genau. Frag Prophet Google, da findest du alles bei Wiki Googles. Alayhi salam, Google alayhi salam. Google alayhi salam. Ja, genau. Ja, das ist unglaublich, ist das. Aber ich guck mal, wer ist denn hier drinne? Holen wir mal jemanden rein. Den Highlander. Hallo? Hallo? Hört auf, wir sind Tupo, ey. Ich musste schon gerade deswegen lachen, aber ich wollte dich ansprechen. Ich finde das immer sehr, sehr heftig, wenn auf einmal in der Arafat so über voll die ernsten Themen spricht, ist da hoch und die Mann wie so eine Hüte da drauf und so. Und so Elefanten und sowas. Ich könnte mich jedes Mal totlachen, ehrlich. Highseller Immobilien, wie geht es dir? Gottes Segen. Gottes Segen, gut, wie geht's euch? Doch, natürlich. Ah, doch, jetzt halt doch, ja. Wie geht's super, wie geht's euch? Danke, dem Herrn Jesus Christus sei Lob und Dank. Ich habe eine Frage, und zwar, ich finde auch das sehr interessant, was du da immer von dir gibst. Ich finde das nur ein bisschen schade, dass du das immer so... Kannst du ein bisschen lauter sprechen? Ja, jetzt besser? Ja, du musst so nah wie möglich ans Telefon kommen. Jetzt? Ja. Und zwar, finde ich das nur ein bisschen schade, dass du zwar das Christentum und Jesus Christus die ganze Zeit lobst und verkündest, nur dass immer so aggressiv gegen die Moslems dann angegangen wird, sodass man dann als Moslem eigentlich schon direkt anti ist, dass man sagt, ja, wer so viel Hass verkündet gegenüber einer Religion, der kann doch nicht Liebe für seine eigene Religion verkünden. Ich habe kein Wort richtig verstanden. Er möchte halt eben darauf hinaus, dass er sagt, er findet es okay, dass du halt eben über den Herrn Jesus Christus sprichst, aber dass du Islam auf. Das findet er wiederum halt eben nicht okay. Er sagt, das ist Hass, was du tust, wobei ich das halt eben nur als Aufklärung empfinde, definitiv.
Ja, der eine empfindet das so, der andere so, ne? Aber wenn du mal richtig zuhörst, dann merkst du eigentlich, dass ich eigentlich nur aus den islamischen Schriften vorlese und den ganzen Wahnsinn nach vorne bringe. Damit sagst du nichts anderes, als dass der Islam nichts Gutes ist. Verstehst du? Ja. Eine Sekunde. Ich muss da hier gerade jemandem helfen. Ich muss mal kurz raus, weil mir ist gerade ein bisschen schlecht. Tut mir leid, ja. Kein Wort. Ist nur am Rauschen. Ist nur am Rauschen. Ja, also den Punkt, den er gebracht hat, so wie du schon selber gesagt hast, ne, das nimmt ja jeder anders wahr, definitiv. Und ich habe es damals auch so empfunden als Muslim, dass das Hetze ist jetzt auch so schon wieder verstoßener Warnung. Schon wieder. Ex-Muslim. Ja, mein Bester, Gott segne dich und deine Familie. Der Islam wird gewinnen bei Allah. Jesus ist ein Prophet. Meinst du? Aber dann hat dein Prophet gelogen. Ja, werden wir sehen, egal, werden wir sehen. Wie kann man so viel Hass in seinem Herzen haben? Ich verstehe es einfach nicht. Ich will es, glaube ich, auch gar nicht verstehen. Nein, will ich nicht. Ich finde das heftig, wenn man dann durch so Livestreams geht. Auf einmal sieht man Ex-Muslim, direkt mal draufklicken und melden. So, ne? So sind die. Gerade vor allem, weil ja auch kein, also wenn jetzt so ein negativer Beitrag von dir kommen würde, wie du persönlich auf sie eingehst und so etwas, würde ich ja okay sagen, dann kann man das ja ruhig wegmelden, ne, wenn Beleidigungen fallen. Aber wo fallen denn jetzt hier Beleidigungen gegen euch und eure Familien oder so? Ja, die wollen nur ab, ne, abessen. Ja. Nichts anderes. Die sind sehr ungeistig, die haben auch mit dem Glauben nichts zu tun und sie möchten einfach nur ärgern. Traurig. Ja, also da siehst du mal, ne? Der hier, der eine Muslim, der das zugegeben hat. Hör noch mal, guck mal. Von muslimischen Frauen. Töten von kleinen Kindern. Verbrennen von Häusern der Muslime. Zerstören von Moscheen der Muslime. Das haben diese Albaner gemacht haben. Von Skander Bey. Skanderbeo. Ja, dieser Skander Bey, den manche Albaner und muslimische Albaner feiern, war ein Tharut, Ein Tharut, ein ein Unterdrücker. Kafir, ein Feind des Islam, der jahrelang gegen die Muslime gekämpft hat, gegen die Osmanen und die Albaner, die mit ihnen waren. Und die Balkanesen, die mit ihnen waren, den Osmanen, die Muslime waren. Und deswegen schmeißt es in den Müll. Schmeißen. Ah, da ist schon mehr. Ja, Karina. Ich kenne das noch, ja. Ja, dann siehst du mal, die meisten Albaner wissen gar nichts um diese Geschichte hinter der Flagge, ne? Was eigentlich jeder Flügel bedeutet, ne? Dass da Widerstand gegen den Islam geleistet wurde. Die Weil Frage sie ist gesehen noch. haben und sich nicht islamisieren haben lassen wollen, verstehst du? Er kritisiert ja so dieses so Vorgehen damals und sowas alles. Dann fragen wir uns jetzt, was machen denn die Muslime heutzutage noch? Sie verbrennen ja auch Häuser, sie Genau das verbrennen auch Gleiche wie vor Menschen. 1400 Jahren. Genau Genau. das Gleiche wie vor 1400 Jahren. Sie versuchen, alles zu islamisieren. Heutzutage schaffen sie es nicht mehr durch Waffengewalt. Deswegen machen sie es mit Geburten. Verstehst du? Weil kein muslimisches Land auf der Erde es mit der westlichen Welt aufnehmen kann. Also waffentechnisch meine ich, ne? Weil man muss ja schon zugeben, entweder Russland oder Amerika oder China, das sind halt eben Weltmächte, ne? Gegen die kommst du nicht an, egal als welches Land auf dieser Welt. Du kannst so viel Öl besitzen, wie du willst. Wenn diese Länder wollen, dass du nicht mehr existierst oder eine andere Regierung eingesetzt wird, dann wird dort eine andere Regierung eingesetzt, ganz einfach. So sieht's aus. So sieht's aus. Ja. Ja. Das ist Vor allen Dingen, was ich echt auch traurig, traurig finde, ja, entschuldige bitte, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen. Rede ruhig, rede. Was ich auch voll traurig finde, ist dann, man hat die Schriften gelesen, man weiß das, was man halt weiß, ne? Man lernt halt immer wieder, aber dann kommen dann solche Leute, die weder den Koran gelesen haben, weder die Bibel gelesen haben, aber geben irgendetwas von sich her, was gar nicht der Wahrheit entspricht, dann sage ich so und so ist es, aber woher willst du denn das wissen? Ja, weil ich das weiß, ja, zeig's mir doch.
Zeig's mir. Ja, aber das sind Lügengeschichten. Nein, das sind doch keine Lügengeschichten. Das steht doch da schwarz auf weiß. Machst du dann zusätzlich noch die anderen Bücher noch dazu auf? Liest du da vielleicht noch mal rein? Oder mit den ganzen Geschichten, wie zum Beispiel Wenig. mit der Flagge und allem drum und dran. Die wissen überhaupt nichts und stellen sich vor einem her und machen einen auf Großwissen. Laber mich doch nicht voll. Was sagst du denn da? Schwester, du bist aus dem Balkan, so wie ich gerade aus deiner Bio gelesen habe. Wie kamst du denn zum Herrn Jesus Christus? Ich denke mal, du bist auch als Muslima geboren. Ja, das stimmt. Allerdings habe ich mich nie vollkommen gefühlt. Also ich habe immer gewusst, das stimmt irgendetwas nicht. Sogar Weil als man nicht. Muslim, als ich diese Hadithe gelesen habe, so mit diesem Sperma abkratzen und so etwas alles, und dass er danach noch zum Gebet gegangen ist und so, ne, mit dieser Unterhose, da habe ich mich sogar als Muslim so gefragt, ey, was für einen Sinn hat das jetzt? Wieso steht das denn da Ja. drinne? Du musst dir mal vorstellen, dass nicht der Einzige, die Aisha sagte beispielsweise, dass er sein Glied unter Kontrolle hatte, dass er mit ihr ein Bad genommen hat und all mögliches Zeugs findest du da drinnen. Ne? Einfach nur so, man fragt sich so, warum erzählt sie sowas über ihren Mann so, ne? Das ist Ja. unfassbar. Deswegen glaube ich, mögen die Schiiten auch die Aisha nicht und alle anderen quasi, die diese ganzen Hadithe da gesammelt haben, weil sie halt sagen, so, wie kann das denn schon da drin stehen? Ne? Also ich glaube, sie schämen sich einfach auch dafür teilweise. Ja. Weißt Amir, wie viele Tabakdosen hast du schon heute verteilt? Oh, das darf ich nicht verraten, sonst kommen die und wollen Schutzgeld von mir erpressen. Doppelapfel oder Blueberry Mint oder was? Doppelapfel, genau, Doppelapfel, aber von Ex-Muslim-like. Irgendwann bringen wir deinen eigenen Tabak raus. Aber ehrlich. Oder eigenen Eistee oder Pizza oder was sie auch sonst heutzutage noch rausbringen, die ganzen Ah, Rapper. so ist das richtig. Immer schön. Rein damit hier. Immer schön Geld abzwacken von der Jugend, sie schön auf den Irrweg bringen, wie eine Shirin David oder eine Katja Krasavitz, schön über den Herrn lästern, danach irgendein Produkt rausbringen mit Alkohol und mit keine Ahnung was allem, ne? Und dann halt eben versuchen, das so schön an die Jugend weiter zu vermitteln, sodass sie genauso verdorben werden wie sie. Das ist unglaublich, ist das. Und wer bringt diese ganzen Shisha-Tabakdosen raus und wer bringt diese ganzen E-Vapes raus in deren eigenen Geschmacksrichtungen und so? Das sind zum größten Teil sind das Muslime, muss man ja schon zugeben. Muslimische Länder, also die sich Muslime nennen. Das sind ja für die Muslime selber, sind es ja schon lange keine Muslime mehr. Aber sie nennen sich halt eben Muslime. Und da liegt halt eben ein sehr großes Hauptproblem. Hier beispielsweise dieser Hadith, ne? Aisha berichtete, wenn eine von uns Ehefrauen menstruierte, befahl der Gesandte Allahs dieser einen, sich ein Tuch um die Stelle zu binden, an der das Menstruationsblut stetig herausfloss. Dann würde er mit ihr Sex haben. Und ich bezeuge, keiner von euch hat seine sexuellen Triebe derart unter Kontrolle, wie der Prophet seine sexuellen Triebe unter Kontrolle hatte. Sahih Muslim 293b. Unfassbar, ne? Also selbst dann, als die Frauen menstruiert haben, hat er es nicht aushalten können, hat ein Tuch drüber gelegt und hat das genossen dann mit ihr. Oh mein Gott. Unfassbar. Ja, ich frage mich ja auch, wieso sollte denn eine Frau unrein sein, nur weil sie halt diesen biologischen Prozess in sich hat, der halt einmal im Monat geschieht? Also wieso ist denn jetzt eine Frau, wieso darf sie nicht beten? Wieso darf sie nicht versuchen, den Herrn zu erreichen? Also was ist das denn bitte schön für eine Denkweise? Was kann denn die Frau dafür, dass sie halt biologisch so erschaffen worden ist vom Herrn? Der Allah hat ja wieder einen Fehler gemacht, ne? Das ist unglaublich, ist das. Muss man erstmal klar werden, so am Anfang, wenn man das alles liest, wenn man das alles so überprüft, dann braucht man wirklich so Zeit und man wird einen so bewusst und denkt sich so, oh mein Gott, was ist das?
Ja, dann wird einem auch vieles so bewusst, wie man aufgezogen ist oder was einem so alles beigebracht worden ist in dem Glauben, gell? Ah, oh mein Gott. Ey, du bist ja nicht irgendwie was Dreckiges oder irgendwas Unreines, Nedges. Du bist ja nicht Nedges. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum? Ihr Lieben, habt ihr euch schon mal gefragt, warum es einige Muslime so auf der Welt gibt, die so gelb-orange färben? Man hat dich gerade schlecht gehört, Amir, dein Internet war gerade wieder. Hast du mich gehört? Nein, leider gar nicht. Dein Internet hängt. Warte, ich mach mal. Das ist der Technik-Dschihad. Liegt nicht am Ausbau vom deutschen Netz quasi, ne? Es liegt einfach nur daran, dass Allah das nicht will. Ja, ich sag immer dazu, die dunkle Mächte. Das schreibt eine Mich hören? Ja. Jetzt wieder. Okay. Habt ihr schon mal bemerkt, dass es sehr viele Muslime auf der Welt gibt, die so orange-gelbe Haare, Bart und Haarfarbe haben? Ist euch das schon mal aufgefallen? Henna. Also, ja, genau. Aber woher kommt das? Warum lassen sie sich das so orange oder gelb färben? Ich habe mich immer gewundert, gab ich so, was ist das für Quatsch? Warum sehen die denn so aus? Ich habe selber damals versucht, ne? Ich habe mir versucht, meinen schwarzen Bart, was ja nicht klappt, mit rotem Henna so zu färben, damit ich einen roten Bart bekomme. Ehrlich jetzt, das ist kein Spaß. Guck mal hier, welche Farbe der Mohammed eigentlich liebt. Guck mal hier, Sunan ibn Majah, Band 4, Buch 32, Hadith 3627. Es ist überliefert, dass Ibn Abbas sprach, der Prophet lief an einem Mann vorbei, der sein Haar mit Henna gefärbt hatte und sprach, die Farbe ist aber schön. Dann lief er an einem anderen Mann vorbei, der sein Haar mit Henna und Katam gefärbt hatte und sprach, diese Farbe ist noch schöner als die vorherige. Dann lief er noch an einem Mann vorbei, der gelb gefärbtes Haar hatte und sprach, das ist die beste und schönste Farbe von allen. Also ihm gefällt gelbe Farbe. Gelb. Ja. Muslime, alle gelbe Haare und gelben Bart. Woher wissen wir jetzt auch, also er, als er damals bei den Byzantinern stand, glaube ich, war das ja, oder ich weiß nicht mehr genau, bei welchem Ding jetzt. Er wollte blond sein, glaube ich, oder was, ne? Genau, da fand er die blonden Frauen, fand er ja sehr schön, ne? Er wollte seinen Glaubensbruder, der ja gerade neu so geheiratet hatte, sogar dazu überreden, so komm, lass uns die doch überfallen und so, die haben ja wunderschöne, blonde, blondhaarige Frauen. Muss ich dir mal vorstellen. So, schon vor, du bist verheiratet, da kommt ein Achi zu dir, ein Ikhwani, eure Ikhwanis kommen zu euch und sagen so, ey Bruder, findest du nicht, dass diese Frauen da drüben vom anderen Land, die polnischen Frauen, die haben so schöne blonde Haare, lass uns die mal überfallen gehen. Damit stell dir mal vor, ey, stell dir das mal vor. Ey. Das ist so krank. Aber man muss sagen, der Mann hat so guten Geschmack, ne? Blonde Haare, ne, stehen an einer Frau meistens. Das ist richtig. Guck mal, wie du hier wieder beleidigt wirst in den Kommentaren. Immer extra auf Arabisch, Eiri und bla bla bla. Ne? Das ist Eiri. Über euren Glauben reicht doch mal. Wir Muslime reden nicht so viel über Christen. Ja, genau. Ihr redet nicht so. Der macht 8 Stunden Bibel-Livestream. Was erzählst du mir, dass die Muslime nicht über Bibel? Der macht Bibelkunde. Macht. Dass Amir gehasst wird, zeigt, dass er recht hat. Ja. Ja, so wer die Wahrheit predigt, der wird bekämpft werden. Wer die Wahrheit predigt, der wird bekämpft werden. Es ist eine Prophezeiung in der Bibel. Und ja. Es ist.
wenn ihr alleine seht, wie viele Anschläge auf den Amir verübt worden, also fast verübt worden wären, ne, wenn der Herr Jesus Christus und natürlich auch der Verfassungsschutz da nicht mit eingegriffen hätten. Das ist unglaublich, ist das. Und dann hätten wir den Bruder jetzt hier nicht im Livestream, dann könnten wir jetzt hier nicht über solche Themen sprechen. Was haben sie nochmal vorgehabt, Amir? Die wollten dich irgendwie enthaupten, TikTok sportlich und das auf YouTube stellen, ne? Weil du ja YouTube-Videos machst, irgendwie sowas. Erschießen, erschießen. Unfassbar ist das. Das ist unglaublich, ist das. Das ist so krank. Wir leben hier in Deutschland. Weil, Jani, was habt ihr für ein Verständnis von Religion und Praxis und etc.? Was bringt euch denn eure Religion bei? Ja, nur schöne Sachen. Nur schöne Sachen wird einem beigebracht. Ich verstehe es nicht, weil viele verstehen das einfach irgendwie, habe ich das Gefühl, so falsch, ne? Wenn man jetzt über Jesus spricht oder überhaupt so das Thema allgemein an sich, dass Jesus Christus ja nichts mit einer Religion zu tun hat. Ja? Schaut euch das mal bitte an. Nach jedem SEX wiederhergestellte Jungfräulichkeit. Der Gesandte Allah sprach, immer wenn die Männer im Paradies mit ihren Frauen Verkehr haben, wird hiernach die Jungfräulichkeit der Frauen wiederhergestellt. Sie werden wieder zu Jungfrauen. Wo finden wir das? In Al-Bidaya wal-Nihaya, Band 20, Seite 350 von Ibn Kathir. Und Al-Qurtubi im Band 15 auf Seite 42. Schau dir nur an, was Allah da macht. Was für ein Gott das ist. Er ist also die ganze Zeit damit beschäftigt, die Jungfrauen wieder zu Jungfrauen zu machen. Sie werden also die ganze Zeit auseinandergenommen. Hört ihr mich? Ich höre dich wieder, ja. 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 Beschämend, beschämend. Und in dieses Himmelreich möchte ich niemals hin. Niemals. Und da rate ich auch jedem anderen Menschen, der sich eventuell für den Islam entscheidet, sofort da auszutreten. Sofort. Ich bringe ja auch mittlerweile immer dieses Argument, erzählt doch mal den Konvertiten vorher, dass sie als Mutadin, also als Abtrünnige, ja, natürlich was mit. Genau, so erzählt denen das doch mal vorher, bevor ihr da so stolz diese Videos postet und so. Wieso erzählt ihr denen nicht mal diese Pflichten, die sie haben werden, direkt als Muslime, ne? Das ist unglaublich.